Das wäre jetzt natürlich besonders frech, wenn er jetzt am Exit stehen wird. Da ist jetzt halt die Frage, wo er ist. Da sind wir wieder back zu Escape from Tarkov. Wir machen geschwind eine Scav-Round, denn ich habe ja, wie ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen habt, eine Pistole verspielt und recht guten Loot leider verloren. Und darum muss ich jetzt halt hier schon mal ran, nicht wahr? Mal ordentlich ranklotzen, schöne AWP snacken, verstehe ich, und dann rausrenne. Gut, wir haben jetzt eine Pistole. Das ist natürlich jetzt nicht die optimale Wumme. Gerade für Factory, ihr wisst ja, da geht's ordentlich zur Sache. Das heißt, da steht man auch schnell mal vor jemandem, der full equipped ist und... Oh. Guten Morgen, Herr Nachbar. Seit wann kann man denn einfach jetzt diese... ich will dieses Ding nehmen, ja. Oh, das ist echt gefährlich, was ich hier mache. Snickers, alles klar. Und der Hunger ist gegessen, nicht wahr? Okay. Oh Gott, 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 habe ich mich hier verschreckt. Um Gottes Willen. Gut, da ballert einer ziemlich brutal. Nur wo ist es? Wahrscheinlich da oben drin, ne? Es ist immer da oben drin. Es hat jemand die Saiga von dem geklaut. Also rennt hier einer rum mit einer ziemlich starken Waffe. Das könnte natürlich etwas unangenehm werden. Da lädt jemand nach. Weiß nicht, wo er ist, aber da hat jemand nachgeladen. Es klang so, als wenn er über mir nachgeladen hätte. Immerhin weiß ich, wo beide Exits sind. Beziehungsweise Gate 3 weiß ich auf jeden Fall. Camera Bunker Door, da war ich zwar schon mal, aber ich wüsste jetzt nicht auswendig, wie ich da hinschlappen soll. Aber egal, das... Oh, was waren da noch drin? Komm, geh mal auf. Ah, oh. Ist natürlich cool. Und das hier. Oh, oh. Oh Gott, keine Ahnung, ob das ein Mate ist oder... Okay. Das ist ein Bot mit einem Ultra-Hardcore-Backpack. Mit einem richtig krassen Ding. Oben ist ein Spieler. Irgendwo da oben drin. Hier ist der Exit. Testen kurz, ob hier einer ist. Oder gucken kurz, ob hier einer ist. Alles klar. Wir könnten uns natürlich einfach uns eine Ultra-Loot schnappen. Das heißt, den Bot killen. Ihn ausräumen. Oh Gott, der geht zum Spieler rein. Muss jetzt, glaube ich, die Chance ergreifen. Schüssel, er ist schon weg. Okay, ich gehe mit dem Bot hoch. Und hoffe einfach, dass er voll am Hasseln ist. Ja, hier ist eine Wumme. Boom. Okay, gut. Die brauche ich irgendwie eher, da die Schrotflintenmunition, zumindest für die Runde. Wie viel kann man da stacken? 30. So, habt ihr es gehört? Ein Schuss. Und ich höre keinen weiteren. Fuck, da ist einer gerannt. Okay, kurz nachladen. So, ich habe keine Ahnung, wo da jetzt eben der Rennende war. Das ist auf jeden Fall ein Spieler. Ich gehe jetzt halt mal kurz hier drüben reingucken, ob er da gleich runterkommt, der Spieler. Ja. Oder auch nicht. Das ist halt critical. Also da oben kann man sich ziemlich leicht verstecken in der Chose. Und hat dann echt die Überhand. Das ist wirklich nicht schwer. Er hätte mich jetzt sogar eben schon, wenn er da oben gesessen wäre, von oben natzen können. Und es klang vor allem nach einer AK oder so. Und ich habe keine. Habe ich eine Kevlar-Weste? Nee, habe ich nicht. Schade, ich wäre gerne mit dem Bot mit hochgegangen. Um zu sehen, wie er halt genutzt wird. Aber wir können übrigens immer noch von da gekillt werden. Er könnte auch da oben stehen. Es ist mir auch schon passiert, dass ich beim Wegrennen dann richtig eklig von hinten gefressen habe. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht doch einer drin steht. Okay. Also ich gehe noch einmal vor und guck kurz, ob jemand close ist irgendwie. Weil ich jetzt auch nicht direkt aufgeben will. Ah, man kann eine Taschenlampe anmachen, okay. Ich gehe hier unten noch kurz lang. Hier muss doch noch was liegen. Leuchtstäbchen. Aha, Zigaretten. Oh. Oh. Der ist da in diesen Häusern, also in diesen Räumen drin. Da sind so ein paar Räumchen. Und macht wahrscheinlich die Tür zu. Und wenn die Bots reinkommen und versuchen, ihn auszuschalten, weil er ja eben schon Scavs gekillt hat, das heißt, alle anderen Scavs versuchen dann, die das mitbekommen, auch dahin zu gehen und ihn zu killen, die machen dann die Tür auf. Und er hat den Vorteil in dieser Sekunde, beziehungsweise in den Sekunden, wo sie die Tür öffnen, dass er sie direkt abknallen kann und sie nicht viel machen können. Vor allem, wenn er halt da mit einer AK oder mit einer dicken Pump oder sowas steht. Da haben die eigentlich no chance. Und mir wird das Gleiche blühen, wenn ich da jetzt hochgehen würde. Dieser ganze Backpack ist auch nochmal ein bisschen was wert. Hier haben wir 2000 Rubel dabei, also es wäre eine doofe Sache. Auf der anderen Seite schaffe ich sowas natürlich auch wieder. Ich meine, das ist jetzt ja kein Unding. Okay, wisst ihr, was ich mache? Ich gehe kurz hier hoch. Bot. Ich habe eben Steps gehört. Hier kommt bestimmt gleich einer um die Ecke und erschreckt mich wie die Sau. Ich weiß auch nicht, in welcher Häufigkeit die anderen Scavs, also die Bots eben, in welcher Häufigkeit die spawnen. Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob er da oben irgendwie durchgucken oder durchglitschen kann oder so.
Aber ich rieche schon den Headshot. Riecht den auch? Fuck, Mann. Ich finde das einfach 1 Milliarde mal spannender als jedes Horrorspiel, das man spielen kann. Achso, man kann sich ja leanen. Oh mein Gott, ich mach diesen Side-Lean nicht. Bin ich stumm oder was? Jetzt gehe ich halt doch dran. Ich Wahnsinnskerl. Gleich ist alles weg, Leute. Wisst ihr, gleich kommt ein Scav. Ich erschreck, töte... Oh. Oh. Das klingt jetzt aber irgendwie weiter weg, als ich vermutet habe. Hallo, Traiduk? Ich weiß nicht, ob die Türen zu sind. Naja, komm. Machen wir halt einen auf dicke Hose. Was soll der Geiz, oder? Die Tür ist zu. Bitte geh nicht auf, wenn ich direkt neben dir bin. Auf Fieg. Gucken wir mal. Das Dumme ist, er kann hier in jeder Ecke stehen. Vor allem hier. Ah, das ist eine ganz dreckige Ecke. Kann man nämlich hinter die Tür. Oh, shit. Die hat er hier gelegt. Oh Gott, Leute, mir steht das Arschwasser echt schon bis zum Hals. Ich gurgel's gerade. Oh mein Gott, jetzt habe ich ja den Step des Jahrhunderts gemacht. Und mich voll verraten. Okay, überall Leichen. Wisst ihr, der kann mittlerweile sogar eine Umrundung gemacht haben, der Kerl. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist, also falls er in diesem Türchen neben uns sein sollte, in dem Raum, weiß ich gar nicht, was die angebrachte Reaktion wäre. Soll ich vielleicht dann doch volle Pulle reinrennen, womit er nicht rechnet und mich vielleicht gar nicht trifft? Oder sneak ich um die Ecke und fress dann einfach den Sneaky Headshot, weil er mich ja schon abhämt? Ich habe keine Ahnung. Ich check jetzt halt den Raum da oben. Jetzt bloß nicht auf die F-Taste kommen, wo er was labert. Da labert er nämlich irgendwas auf Russisch. Und Traiduk! Okay, Achtung. Buh. Alles klar. Ich gehe. Ich habe jetzt echt keine Ahnung mehr, wo der sein könnte, der Kerl. Wahrscheinlich steht er jetzt am Exit, um Gottes Willen. Das wäre jetzt natürlich besonders frech, wenn er jetzt am Exit stehen wird. Gut, es gibt ein zweites. Eben das mit der Kamera, ne? Da ist jetzt halt die Frage, wo er ist. Aber das stellen wir gleich fest. Keine Sorge. Und weh, du bist hier durch. Ah! Ich hätte gerne Flashbang. Ja. Okay, keiner da. Alles klar, ich würde sagen, jetzt eine verdiente Runde, oder? Das habe ich doch wirklich jetzt, da habe ich doch nicht aufgegeben. Schön geguckt, aber er war echt nicht auffindbar, beziehungsweise jetzt nicht mehr mit Vorteil auffindbar. Ich hatte jetzt nur noch den Nachteil, weil er mich oben bestimmt hat steppen hören auf diesem Metallscheiß. Und ja, dann wüsste er genau Bescheid, wo ich bin. Okay, wir können alles mitnehmen, sehr gut. Vor allem den Helm, das ist natürlich cool. Der hat doch ein bisschen, genau, guck mal, der hat ja so ein bisschen Armor, macht er am Köpfchen. Ich glaube sogar, das ist der einzige, den man nehmen kann, oder? Ich glaube sogar, dass diese Axt, ich meine, ich kann sie mitnehmen, weil da noch Platz ist. Ich glaube sogar, dass die Axt weniger wert ist wie das Messer. Ich meine, das habe ich letztens gesehen. Schau mal, wie riesig ist das Ding? Also, okay, haben wir alles, ja. Also man kann diese Scav-Rounds auf verschiedene Arten und Weisen spielen, wenn man jetzt gerade nicht zwingend Geld braucht. Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Ne, ich stehe kurz vor 1 Million Rubel und ich habe noch so viel Schotter. Aber ihr wisst, wie das ist, wenn man in eine Runde reingeht, guten Loot hat oder mit viel reingeht, also von vornherein mit viel Equip reingeht und man dann stirbt. Dann will man einfach danach direkt wieder das Cash zurückhaben, dass die Runde nicht so vergebens war. Und das haben wir jetzt hiermit erreicht. Jetzt haben wir viel, viel mehr eingenommen wahrscheinlich, wie wir vorhin rausgekloppt haben. Ja, aber was ich sagen wollte, man kann die Scav-Runden natürlich auf verschiedenste Weisen angehen. Am meisten Spaß macht es natürlich, wenn man reingeht und auf Kills geht, ne? Also wirklich die Arbeit erledigt, die man eigentlich auch machen sollte. Die Spieler davon abhalten, das zu erledigen, was sie erledigen wollen, indem man sie eben jagt und zerfistet. Oder indem man eben einen lustigen Hinterhalt auf die anderen Scavs macht. Also auf die Bots. Letztens war ich mit Wallen im Teamspeak und habe dann so zu ihm gemeint, ja, ich mache jetzt so eine Runde Scav, mal gucken, was so bei rumkommt. Und ich stand direkt an der Old Gas Station auf Customs und gucke aus dem Haus raus mit meiner Pistol, Only Pistol, und sehe 3 andere Scavs, alles CPU-Spieler. Und ich sag noch zu ihm, pass auf, ich mache die jetzt alle down. 3 Schüsse, 3 Kills. Und ich guck dann so in die Runde, ne, wir sehen die schon mal alle an und auf einmal gucken die mich alle an und ich so, Alter, die wissen wohl schon, was passiert. Und er ist voll in Lachen ausgebrochen, weil sie wussten, was ihm blüht, ne? Und es hat auch geklappt. Zwar nicht 3 Schuss, 3 Tote, sondern eher 2 Schuss und dann mehrere hektische Schüsse, dass der dritte auch noch weg ist. Aber das war auch einfach eine ultra lustige Runde. Und ich hatte dann das Equip des Todes. Mit dem bin ich dann noch kurz rum und habe dann noch einen Spieler gekillt, aber dann bin ich auch direkt raus, weil ich eine AK hatte und wieder so eine komische Saiga-Schrotflinte, Pistols, alles mögliche, den ganzen Arsch voll mit Zeug. Soweit so gut. Demnächst knacken wir die 1 Million Rubel. Dann sind wir halt eine Art Conrad, das ist klar, Mann.
Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gut unterhalten können, beziehungsweise war schön spannend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.